Hallo, ihr klickt jetzt alle einmal bitte hier, da und guckt gar nicht mein Video weiter, sondern klickt jetzt bitte, bitte, bitte hier drauf, sonst bin ich sauer. Also, und für die trotzdem mein Video weiter gucken oder das dann hinterher sich nochmal angucken, hallo nochmal, und zwar mache ich mit bei diesem Lidschatten-Tag 5 Lidschatten meiner Wahl oder meine 5 Lieblingslidschatten, bla bla, meine 10 Lieblingslidschatten, wie auch immer. Da mache ich mit. Ich habe jetzt aber weder 5 noch 10. Ich weiß nicht genau, wie viel ich habe. Ich habe jetzt einfach mal die genommen, die ich ganz cool finde und die ich besonders gerne mag. Und zwei fehlen sogar, weil ich nicht zu Hause bin. Und bla. Jedenfalls, ohne groß rumzulangen, fange ich. Nein, 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 doch, doch, doch. Und zwar muss ich das zeigen. Oh, ich habe mir bestellt bei Zu Eva. Nehme ich hier überhaupt? Ja, ich. Bestellt die 28er Nude Palette, ist das glaube ich, oder? Ja, ey, scheiße. So, das ist sie. Und ich war die ganze Zeit am Überlegen: nimmst du sie, bestellst du sie oder nicht, oder doch, oder ja, oder was weiß ich. Hab dann letztendlich doch bestellt. Und ja, also ich bin. Also sie ist anders, als ich es erwartet hatte, muss ich ganz ehrlich sagen. Es sind viel mehr glitzernde und glänzende und changierende Töne dabei, als ich dachte. Weil ich habe eher, bei Nude denke ich persönlich mehr so an Matt. Aber gut, hier ist halt viel Glitzerzeugs dabei. Und hier unten, der hier zum Beispiel, ist so weiß-grün changierend. Also wenn ihr den bewegt, die sind wie die von dem Body Shop, diese kleinen runden. Das werdet ihr jetzt nicht sehen, dann funkelt der so grün. Also es sind sehr wenig matte weiße Töne. Es ist eigentlich kein einziger matter weißer Ton, was ich sehr schade finde. Die Töne ähneln sich auch alle sehr. Hier und da. Und meine Mutter hat erstmal 30 Mal hier so reingebippt. Ah, der ist aber schön. Das ist so ein Beige mit so Goldglitzer. Dann ist hier nochmal so ein rosa Beige mit so Goldglitzer. Ja, und der hier muss ich euch mal ganz kurz zeigen. Der ist genauso wie MAC Beauty Markt. Also, wenn einer von euch irgendwie einen bordeauxfarbenen Glitzer-Schwarz-Lidschatten sucht, dann braucht ihr nicht MAC Beauty Markt kaufen, sondern bestellt euch quasi dann das hier oder bezahlt ihr weniger als für den kompletten einen Lidschatten bei MAC. Bei MAC. MAC. Okay, bei MAC. Ja, ein schwarzes hier unten dabei, allerdings auch nicht matt. Meine Meinung ist so ein bisschen zwiegespalten. Ich weiß noch nicht, ob ich die ganz, ganz toll finde oder ob ich die jetzt eher so. Also, ich werde sie noch ein bisschen austesten, aber wenn ihr mal seht, also diese ganzen Farben hier, das sind irgendwie sechs Farben, die sehr, sehr identisch sind. Das finde ich schon mal ein bisschen doof. Dann gibt es sehr, sehr viele mittlere Töne, aber die sind alle ganz schön. Wie gesagt, werde ich mir halt nochmal angucken. Ich habe die bei Zu Eva bestellt. Ich kann euch auf Anfrage den Link posten, wenn ihr wollt. Da müsst ihr mal gucken. Da gibt es ganz super geile Paletten und die könnt ihr so total cool kombinieren. Und auch die Rouge-Palette werde ich mir da, glaube ich, bestellen. Und neue Pinsel haben die. Also wirklich, ich liebe diese Seite. Okay, genug gelabert. Kommen wir jetzt mal zu meinen Lieblingslidschatten. Womit fange ich an? Ich fange jetzt einfach mal mit einem schlichten Schwarz an. Das ist von MAC Carbon. Ich muss sagen, prinzipiell finde ich die MAC-Lidschatten nicht so. Also die Farbauswahl ist natürlich gigantisch, aber zum Beispiel gefallen mir die Art Deco-Lidschatten von der Pigmentierung und von der ja, Farbsättigung mehr, muss ich sagen. Weil hier habe ich jetzt zum Beispiel einmal so gemacht und das ist nicht wirklich deckend. Also bei Art Deco habt ihr dann da gleich schon den ganzen Finger voll und die sind auch irgendwie so ein bisschen samtiger. Aber ich bin ja sowieso so ein Art Deco-Freak. Aber jedenfalls, der ist ganz okay. Carbon von MAC. Schwarz. Ja, dann habe ich. Oh, der ist super, super schön von L'Oréal Studio Secrets. Farbe 370. Der ist der Hammer. Der ist echt ein Traum. Der ist so grau, flieder, violett, farben. Ja, seht ihr das? Ich hoffe mal, ja. Geil, oder? Ich liebe diese Farbe, das ist so ein Traum. Der ist so, die Textur ist der Hammer. Der ist wie Seide, ganz. Boah, ich liebe den echt. Also, wenn ihr irgendwie. Nee, Quatsch. Also, leider ist auf L'Oréal Studio Secrets ja nie 25%. Sonst hätte ich gesagt,
bei diesen 25% Aktionen immer von DM oder Rossmann könnt ihr da zuschlagen, aber auf Studio Secrets ist das, glaube ich, leider nie. Der kostet so um die 10 Euro, glaube ich, aber er ist wirklich wert, der ist ganz, ganz toll. Das ist jetzt der für grüne Augen, ich habe blaue Augen, aber mir ist scheißegal. Ja, dann etwas farbenfroher. Dafür, dass ich irgendwie gesagt habe, ich mag MAC nicht so, ist da halt doch ganz schön viel MAC dabei. Das ist jetzt Rot Couple und ich liebe dieses Lila. Es gibt noch ein anderes Lila von MAC, das ist einfach ein ganz normaler, einzelner Solo-Eyeshadow. Der ist genauso schön. Zieht euch das mal rein. Hammer, oder? Und das daneben ist auch eine schöne Farbe, aber die ist relativ neutral, also ist einfach nur so ein bisschen Glitzer. Aber das ist der Hammer. Und damit schminke ich sehr, sehr gerne, weil Lila sehr, sehr gut zu meinen Augen passt. Dann kommen wir zum letzten MAC-Lidschatten. Nein, ich habe noch einen Lieblings-MAC-Lidschatten, und zwar MAC Satin Taupe. Aber den habe ich zu Hause vergessen. Deshalb habe ich ihn nicht dabei, aber ich glaube, ihr wisst alle inzwischen, wie der aussieht. Das ist auch einer meiner Lieblings-Lidschatten von... jetzt habe ich hier vom Lippenstift so... ist das hier aus der Style Warrior? Fall nicht raus. So ein Pigment, ist das der Hammer. Oh mein Gott, ist das schön. Ich mache euch mal einen Swatch. Oh, meine Finger sind schon so dreckig. So, jetzt mache ich euch mal... Habe ich euch mal einen kleinen Swatch gemacht. Und das sieht aus, als hättet ihr flüssiges Gold auf den Fingern. Seht ihr das? Ich hoffe ja. Hammer, oder? Das war aus dieser Style Warrior Edition. Das ist jetzt Solar Bites. Da gab es noch, glaube ich, drei andere Töne oder zwei zumindest. Gibt es leider nicht und es gibt auch, glaube ich, sowas nicht irgendwie als Cube. Zumindest kenne ich keins, was irgendwie so ähnlich aussieht. Ist egal. Auf jeden Fall geil, oder? So, jetzt kommen wir zu den zwei Cornflower-Farben, nenne ich es mal. Also es gibt von Art Deco einen Cornflower und auch von MAC einen Cornflower. Und ich finde beide sehr, sehr schön. Ich fand von MAC Cornflower immer wunderschön. Hab mir mal so eine Abfüllung bestellt. Seht ihr das? Ich kann die ja mal nebeneinander swatchen, damit ihr mal seht. Also das ist jetzt MAC Cornflower. Wie seht ihr das? So, jetzt habe ich es irgendwie über die ganze Hand. Ja, und dann daneben mache ich mal Art Deco Cornflower. Also MAC hat noch so einen pinken Schimmer und das ist Art Deco. Das ist MAC und das ist Art Deco. Ja. Von der Farbe ist Art Deco ein bisschen dunkler und hat halt nicht diesen Schimmer, aber es ist trotzdem wunderschönes Blau. Sieht die beide super, super schön. Das ist die Nummer 77, weil wenn ihr auf der Homepage von Art Deco mal guckt, haben die Lidschatten alle noch Bezeichnungen und Namen. Aber im Geschäft selber haben die halt nur Nummern. So, dann... meiner kleinen Palette hier, kommen wir weiter, Art Deco 05, ist diese Farbe, das ist auch einer meiner absoluten Lieblinge, das ist super für so einen Alltag-Look, wenn es ganz, ganz schnell gehen muss, ein bisschen in die Lidfalte und es sieht ganz toll aus. Er ist auch ein bisschen, er ähnelt dem MAC Satin Taupe ein bisschen, hier. Ja, ihr seht wieder gar nichts, ne? Auf jeden Fall eine tolle Farbe, ich liebe den. Dann die Nummer 554, das ist ein mattes, ich will es nicht weiß nennen, das ist eher so ein mattes Elfenbein und das ist perfekt als Grundierung oder einfach nur, wenn ihr ein mattes Highlight wollt unter den Augenbrauen, aber das nicht schimmern oder glitzern soll, weil ich bin nicht so der Glitzer-Highlight-Typ. Das ist die Nummer 554, aber da habe ich noch ein tolles Dupe, was sehr, sehr ähnlich ist und zwar Velvet Passion von Essence. Ihr seht, die beiden ähneln sich sehr, der ist auch super. Also einfach so, um vielleicht auch in dem Innenwinkel hier so ein bisschen so hervorzuheben, ein bisschen was Helles, mit so ein Highlight. Wunderschön. So, dann kommen wir, habe ich jetzt was vergessen? Ja, und zwar von, Entschuldigung, wie heißt das denn? Beauty is Life, genau, habe ich ja noch diesen roten, den habe ich auch zu Hause vergessen. Das heißt vergessen, ich habe ihn nicht mitgenommen. Auf jeden Fall habe ich den in meinem roten Eyeliner-Video mal benutzt. Und da könnt ihr euch den angucken. Das ist auch mein absoluter Liebling, weil ich stehe auf roten Lidschatten. Und dann kommen wir hier zu... Ja, ich weiß, es sieht ein bisschen... Ja,
abgekrabbelt aus. Das ist meine kleine Art Deko-Palette. Meine kleinste. Ich habe ja mehrere. Und die ist toll. Das ist so meine Alltagspalette. Die benutze ich zum Konturieren, die benutze ich zum für die Lidfalte, für alles quasi. Also das sind so meine vier Standard-Lidschatten. Vor allem dieser graue. Den habe ich auch doppelt. Also der und der, das ist der gleiche. Welche Nummer ist denn das? Aber den gibt es leider, glaube ich, gar nicht mehr. 506. Also an manchen Art Deko-Ständen gibt es den schon noch, an manchen aber nicht. Und hier ist es mir schon total rausgebröckelt alles. Und der ist auch schon total benutzt. Und diese Farbe hier, 520, ist sehr, sehr der Farbe Wedge von MAC identisch. Also damit könnt ihr auch sehr, sehr gut konturieren. Ist jetzt nicht exakt die gleiche Farbe, obwohl ich es schon finde, aber bevor wieder jeder heult und sagt, das ist nicht die gleiche Farbe, sage ich mal zu 90%. Das ist auch auf jeden Fall eine ganz, ganz tolle Farbe. Ja, die sind alle vier matt und das sind so meine Lidschatten, auf die ich nicht verzichten möchte, kann oder wie auch immer, weil damit könnt ihr trotzdem ganz, ganz schnell einen super tollen Look schminken, der einfach nur dezent ist. Grau, schlicht und ergreifend grau oder braun, was irgendwie zu jedem Auge passt. Also egal, ob ihr grüne, blaue, schwarze, rote, pinke Augen habt, grau oder braun passt eigentlich zu jeder Augenfarbe. So, und jetzt kommen wir... Also früher, sagen wir mal so, als ich 18, 19, 20 war, so in dem Zeitraum, habe ich meine Augen immer nur mit so einem Khaki-Grün geschminkt. Also als Lidschatten habe ich immer nur so ein Khaki-Grün in die Lidfalte gegeben. Ich weiß nicht wieso, aber es hat mir am besten gefallen. Und ich hatte so eine super alte Billigpalette und da war so ein super schönes Khaki drin. Und das war echt toll. Und dann war das irgendwann leer und dann habe ich nirgendwo tollen Ersatz gefunden, außer natürlich bei Art Deco. Ich habe auch von MAC Green Smoke und Sumptuous Olive, aber die sind beide auch nicht so das Wahre. Aber hier Nummer 48 von Art Deco. Wunderschönes Khaki-Grün und ich liebe das. Also ich habe manchmal jetzt noch so Moves, wo ich das Gefühl habe, dass nur Khaki toll aussieht und dann trage ich das auch wochenlang und das ist echt super. Okay, das war jetzt so mein Tag. Also das war quasi so mein Beitrag dazu. Hat euch nicht viel gebracht, aber jetzt wisst ihr mal zumindest so ein bisschen was von meinen Lieblingslidschatten. Und ja, seid mir nicht böse, dass ich momentan nicht so viele oder gar keine Videos drehe. Ich ziehe gerade um und es ist super stressig alles und da ist man physisch und auch psychisch und auch rein organisatorisch nicht unbedingt in der Lage, Videos zu drehen und hat nur andere Sachen im Kopf. Deshalb kann es jetzt auch wieder ein paar Tage dauern. Aber trotzdem wollte ich jetzt bei diesem Tag mal mitmachen. Okay, Süßen, wir sehen uns. Tschüss.